Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Und ich habe schon ein paar Vorbereitungen getroffen, nämlich um so einen kleinen Kerl organisiert habe, womit wir uns den Mond hier krallen können. Aber das war jetzt eine ziemlich einfache Lösung. Einfach so ein Ding holen und dann geht es los. Da bin ich natürlich einmal mindestens in den Giftsumpf gefallen, aber darum geht es jetzt gar nicht. Das wollen wir gar nicht weiter erwähnen. So, wie wir den Mond, der stört mich halt noch so ein bisschen, weil der ist halt so direkt so. Guck mal hier, ich bin ein Mond und du besitzt mich nicht. Ach komm schon. Das ist doch albern. Das ist doch albern. Ich habe noch so viele Instant-Tode. Weißt du, man stirbt halt relativ schwer so durch Gegner, aber das Terrain kann dann halt sofort umbringen, ne? Das macht auch irgendwie alles keinen Sinn. So, wir nehmen nochmal Fliegi Mac Flieg Flieg. Um hier zu landen. Ich weiß zwar noch nicht, was mir das jetzt gebracht hat. Wie mache ich das denn? Komm schon. Komm schon. Die ist doch albern. Wie mache ich das? Was machst du denn da? Mr. Papagoi. Wonach suchst du denn? Ich weiß. Ich kann es dir nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Ein eingesperrter Schatz. Der ist hier irgendwo versteckt. Such ihn, finde ihn. Hä? Ein eingesperrter Schatz. Pixel! Wah! Pixel-Stuff. Okay, gibt uns ein Herz. Ein kleines Easter Egg, das haben wir auch schon. Höhle. Nicht schlecht, vielleicht hat er auch den gemeint. Höhlenverlorer, vielleicht hat er auch den Mond gemeint, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber eingesperrt ist ja eigentlich nur. Nur das Ding da. Ich habe keine Ahnung. Komm her und. Mach das kaputt. Vielleicht mit dem da drüben, aber das ist ja. Ewig langer Weg. Geh kaputt! Kaputt! Absolut keine Ahnung, wie ich hier rankomme. Vielleicht habt ihr ein Geistesblitz in den Kommentaren und dann können wir uns das später noch einmal ansehen. Aber ich denke, wir haben auch genug Zeit hier verbracht und wir sollten vielleicht mal nach New Donk City aufbrechen. Das finde ich ganz super. Also reparieren wir erstmal die Odyssey. Sie braucht noch 10 Monde. Da haben wir natürlich mehr als genug Monde für, um unsere Odyssey wieder zum Leben zu erwecken. Mit dem neuen Licht erstrahlen zu lassen. Die Odyssey ist nun repariert. Sehr, sehr schön. Und wir fliegen direkt weg. Ich sehe. Können wir noch zurück, oder? Wir können immer noch zurück, oder? Können wir noch zurück? Wenn wir nicht. Na, wir müssen ja zurück. Sieht ja immer noch ein bisschen ramponiert aus, ne? So ein ganz kleines bisschen. Aber die kriegen wir schon wieder zusammen, ne? So, da sehen wir unsere Palme, die wir gekauft haben. Zum Glück haben wir gerade genug Monde gesammelt können, um die Odyssey reparieren zu können. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir eine kleine Rolle vorwärts. Wenn du etwas zügiger voran oder einfach einen Hang hinabschnellen möchtest, dann ducke dich und drücke Y und dann kannst du vorwärts rollen.
Ach ja, wir wollen in Cityland. Das Land besteht quasi aus einer einzigen Stadt mit total hohen Gebäuden. Hier steht, dass mit Hilfe von Mondenergie erbaut wurde. Cool. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Ich freue mich schon richtig, New Donk City zu suchen. Aber ich glaube, wir verlieren gerade ein bisschen Mondenergie. Das ist auch ein Cityland. New Donk City. Und ja, wir sehen, ist ein wenig Werbung für die große Hochzeit. Ob das Mr. Mario gefallen wird? Die Geisel auf dem Hochhaus. Joa, die sieht Alles klar, wir haben es ja geschafft. Sieht aber nicht gut aus hier. Schau mal. Bowser's Schiff, auf geht's. Ich will kurz wissen, ob wir da zurückkommen können. Wo haben wir denn jetzt einen Mond her? Wo haben wir denn jetzt einen einzelnen Mond her? Wir haben doch gerade alle in die Odyssee gekippt, oder nicht? Ich will nur wissen, ob es geht. Verlorenes Land. Wolkenland. Okay, gut. Das wollte ich nur einmal sicherstellen. Wäre auch komisch gewesen, wenn es nicht so... Wir ziehen uns... Erstmal ziehen wir uns um. Nein. Man muss nur mal Prioritäten setzen, ne? Peach. Du willst ja auch nicht, dass Mario dich in so einem Lumpenanzug rettet, ne? So, was haben wir denn? Komm, wir nehmen die Kapitänsmütze, die finde ich, es sieht am besten aus, aber nicht mit dieser Wolljacke. Da bin ich nicht so ein Fan von so. Komm, wir nehmen den Kittel noch dazu, dann haben wir so ein bisschen weiß, ne, so ein Outfit. Na, das sieht sehr, sehr, komm, das sieht gar nicht so schlecht aus. Aber ich mag halt, also ich finde die Kappe halt ziemlich cool. Jetzt der Kittel ist halt so, ja, der ist halt da, ne? Ist in Ordnung. Wenn wir mit klarkommen. Da sehen wir unseren ersten Vergleich mit Mario zu den Menschen. Was sollen wir bloß tun, mein Freund? Jetzt auf dich mal zu mir zu drehen. So. Du siehst ein bisschen anders aus. Aber gut. Tut mir leid. Ich habe leider gerade gar keine Zeit für einen Plausch. Ich muss einen Weg finden, meine Stadt zu retten. Und ich sehe komplett anders aus, das ist ziemlich merkwürdig. Seit dieses Ungeheuer hier einführt, ist meine Stadt im Chaos versunken. Dann war auch noch so dreist in der gesamten Stadt Ankündigung für seine Hochzeit anzubringen. Wie geschmacklos. Okay. Ja, dann gucken wir mal, ob wir der guten Pauline helfen können. Oder halt nicht, ne? Ihr Problem. Auf die... Ich auf dem Weg zur Stadt vergiss, ist viel zu gefährlich. Aber egal, wir können ja Mario der Elektroblob sein. Das ist für uns ja gar kein Problem. Hier gibt's ganz schön voll fies Krabbel. Okay. Was sind das denn für Würmer? Das sind merkwürdige Würmer selbst. Was können wir mit dem Hydranten machen? Wasser spritzen. Macht mich das glücklich? Nicht wirklich. Panzer. Hallo, ich bin ja auch ein Panzer. Jetzt nicht mehr. Und jetzt wieder. Bada bang, bada bang, bada bang, 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 bada bang, 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 bada bang, 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 bada bang, bada bang, bada bang, 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 bada bang, bada bang, bada bang, 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 du wirst jetzt weggesprengt. Genau wie ihr werdet alle weggesprengt. Bang, 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 ihr werdet alle weggesprengt. Bang, 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 ihr werdet alle weggesprengt. Bang, 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 ihr werdet alle weggesprengt. Bang, 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 ihr werdet alle weggesprengt. So. Ah, okay. Habt ihr das Herz denn hier eingeschlossen? Achso, das ist ein... Wow! Du Terrorist! Aber ich sehe gerade tatsächlich keinen weiteren Weg, außer den hier stumpf zu gehen. Deswegen werden wir das tun. Warum wippt dich so? Na, Meister Goomba? Jetzt sind wir ein Goomba.
Ob das uns jetzt was gebracht hat, weiß ich nicht. Du bist dämlich, Gumba. Du bist jetzt ein Teil eines anderen Gumbas. Gumba, Gumba, Gumba Tower, wir sind ein Gumba Tower. Gumba, Gumba, Gumba Tower, wir sind ein Gumba Tower. Gumba, Gumba, Gumba Tower, wir sind ein Gumba Tower. Boah, das ist ja alles ja ein wenig kaputt hier. Wir können hier einfach durchlaufen wie ein Terrorist. Terrorist. Und Bowser ist hier natürlich der Terrorist. Das müssen wir natürlich hervorheben. Okay, was macht ihr hier? Ist auch so ein Armaler. Wie ducke ich mich eigentlich? Ich frag mich gerade, ne? Wie ducke ich mich an? So ducke ich mich. Okay. Okay. Wieu, wir sind Mario, die Kugel des Todes. Wieu, Kugel des Todes. Können wir den Tod kugeln? Nein, können wir nicht. Danke für diese Auskunft, Mr. Goomba. Mr. Mr. Goomba Goomba. So. Elegant vorbei an den City-Münzen. Die holen wir uns natürlich noch kurz. 100 City-Münzen gibt es hier. Das heißt wieder ein bisschen eine größere Welt. Haben wir uns dieses Unglück selbst zuzuschreiben? Wahrscheinlich schon. Naja, schon. Ja, also. Ich würde sagen, ja, schon. Das kann man schon so sagen, dass das eure Mond. Mond. Give me the Mond. 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 Mario, du Mond. Ein Mond für dich. Swing in the breeze. Das war nicht so gut. Obwohl. Doch, das war alles geplant. Alles durchgeplant. Gar kein Problem. Achso, das ist nur ein anderer Weg nach da oben, richtig? Okay, gut. Dann haben wir das auch festgehalten, dass das tatsächlich der Weg wäre, in dem wir hier fortschreiten sollten. So, die Münzen zeigen uns natürlich, wo wir lang wollen. Aber wollen wir da denn wirklich lang? Nein, denn hier gibt es noch City-Münzen. Aua! Aggressives Beast. Achso, okay. Gibt es noch irgendwas? Nee, ne? Nicht wirklich. Gut. Dann gehen wir mal hinauf. Im New Donk City Rathaus. So, das ist schon ziemlich morsch und ich, ne? Wenn ich hier, ne, für die Stadt zuständig wäre, dann würde ich nicht in so einem Rathaus arbeiten. Aber gut. Ne, Mario ist nun mal nur ein Klempner und kein Häuserbauer. Was wollt ihr denn hier, ey? Nein, Mario. Das war nicht. Ja. Ne, die City-Münzen müssen wir jetzt aber holen, so leicht wie die sind, ne? So, zum Glück. Ja, ihr dachtet nämlich, dass ich wieder nicht hinkriege, ne? Ja. So. Erstmal räumen wir diese Viechis aus dem Weg. Siehst du mich nicht, Viechi, oder was? Das ist ein dämliches Viech. Mario! Okay. Easy peasy lemon squeezy, sage ich dazu nur. Okay. Achso, natürlich, die Münzen holen wir uns natürlich noch ab. Whoopsala. Es hätte auch wieder tödlich ausgehen können. Jetzt müssen wir einmal die Plattform wechseln. Ja, war das mein meisterlicher Plattform. Das ist nicht passiert. Dies habt ihr nicht gesehen. So, okay, hier können wir also hochklettern. Ein paar Münzen derweil einstecken. Die müssen echt mal hier
an ihrem Rathaus arbeiten. Da kann ja nicht sein, dass es hier immer so morsch ist. Hallo? Also. Ich bin einfach nur zu blind zum Gucken, wo die sind. Aber das sind wir gewohnt. Von mir. So, Mario, warum stirbst du so viel? Ich weiß auch nicht. Ich frage halt einfach nur mal nach, ne? Das sind ja so die Fragen, die wir uns immer mal wieder stellen können, warum Mario eigentlich so inkompetent ist. Und was diese Würmer sein sollen, das kapiere ich noch nicht. Ich weiß ja nicht, ob New York jetzt für Würmer, die zu explodierenden Mücken werden, bekannt ist. Soweit ich weiß, nein. Aber ne, ich meine, es ist natürlich alles möglich. Alles ist möglich, dass ich das einfach nur noch nicht gehört habe von dem großen Problem, dass New York mit explodierenden Mücken hat. Ja, das kann natürlich immer sein. Ich schätze jetzt einfach mal, dass das nicht der Fall ist. Aber gut. So, Leute. Ja, schon wieder relativ viel erreicht und gemacht und so. Und ich denke, bald kommen wir auch schon wieder zum ersten Bosskampf in Cityland. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Super Mario Odyssey. Ihr merkt vielleicht auch, oder vielleicht hört ihr es nicht, aber ich bin ein bisschen krank, so ein bisschen Kratzen im Hals. Deswegen versuche ich mich halt auch ein wenig mehr zu schonen. Aber vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Super Mario Odyssey. Tschüss.